Ein herzliches Willkommen zurück in Nantoria und immer noch mit Malkondo. Ja, ja, der ist immer noch da. Wusimu. Hallo. Und Opa Zeron. Hallo. Ja, der ist ja, hinten. Der ist ja ganz weit weg. Hallo. Ich bin ganz hinten. Ja, das passt ja so gut zusammen. Ja. Ja. Hallo. Erstmal rumschreien. Ich bin ganz hinten. Ich bin schon in der Höhle. Ja, da ist, ich weiß. Und suche einen Huhn. Ich laufe schon wieder durch die Gegend. Ich suche immer noch meinen Hund. Ich finde das ganz schön blöde. Und es wird Nacht. Das finde ich wiederum blöde. Das finde ich auch gerade ziemlich blöde. Wo ist mein Hund? Wo ist Dunia? Ich finde das ganz schön ätzend. Also mein Hund ist hier im Boden. Im Loch. Ja, den habe ich schon gesehen. Hallo? Oh Gott, die sind laut, oh, ey. Hier jemand drin? Nö. Nix. Wo ist Wusimo überhaupt? In meinem Dorf. Ach ja. Ach, hast du jetzt schon ein eigenes Dorf, Wusimo? Noch nicht ganz. Ist noch im Aufbau. Ah ja, okay. Und ein Name steht auch schon fest? Nein. Schade. Aber wir haben viele Vorschläge bekommen. Ja. Oder, ja, so viele waren es gar nicht. Waren es gar nicht, waren nur zwei. Zwei. So, ins Bett gehen, ins Bett gehen. Wo sind die Betten? Zwei in der Kiste. Ich hab kein Bett. In der Kiste? In der Kiste. In welcher? Na, in der, wo du gerade reingeguckt hast. Ich habe gar kein Bett. Ich habe gar keine Bett. Das ist schlecht. Also ich habe ein Bett, aber in der Kiste... Ich habe gar kein Bett. Achso, nee, ich habe Bett in der Tasche. Ja, dann hol die doch mal raus. Ich lieg im Bett. So, ins Bett gehen. Ja, ja. Okay, ich komme mal wieder zurück. Oh, das hat ja alles keinen Sinn. Dann muss ich wohl noch wieder aufstehen. Ich kann sowieso nicht schlafen gerade. Ja. Ja, ist bei mir auch gerade schlecht. Ich muss meine Hunde festhalten, wenn er zurückkommt. So. Jetzt warte mal. Ich muss mir mal irgendwie was muss ich doch jetzt mal anstellen können hier. So. Ich hab einen Huhn übrigens, ne? Mein Glückwunsch. Ja. Danke. Es will mir gerade nicht folgen. Komm schon. Wir müssen zurück nach Dantoria. Ja, du bist in Dantoria, Mensch. Ja, fast gleich. Nein, du bist schon in Dantoria. Die ganze, ganze Welt hier. Der ganze Landstrich ist Dantoria. Was, die ganze Welt? Nein, nur der Landstrich. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, Dantoria hat schon die ganze Welt übernommen. Ja, ja. Das ist bald. Bald ist das so. Ja. Ne, hört doch mal seid, auf jetzt. Seid ihr so, ja? Seid ihr so solche Typen? Ja. Dass ihr da so besitzergreifend seid, ja? Wir sind ganz schrecklich da drin, ne? Mhm. So, ich mach mal weiter da hinten. Ich muss ja eh noch irgendwas tun. Weil der ist ja noch nicht da hier. Das Huhn eingelegt. Ja, dann sammel das mal ein. Für den Fall, dass du das jetzt wieder tötest. Ja. So. Du bist doch der Hühnerschrecker. Was? Schrecker? Was? Ja. Das ist echt. Oh, komm her. Hey, hier läuft ein Huhn rum. Ja, das ist. Ah, ah, komm, und drinne. So, Huhn has landed. Ah, okay. Juhu, meine Hüfte drin. Wieder durch. Du bist, bist der Hühnerschreck. Ja. So, Moment mal. Duck. Moment mal. So, wie mache ich denn das jetzt hier? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Wo ist denn hier der Eingang? Ah, da, ja. Oh. Finden wir das, so? Was ist denn los? Hallo. Ja, meine Hüfte. Oh, du und deine Elektro. Jetzt geht's wieder. Alles klar. Können wir jetzt ins Bett gehen? Gute Nacht. Hab ich das jetzt rausgezögert alles ein bisschen? Nee. Ja, nur ein bisschen. Ein bisschen. Ich kann nicht schlafen, wenn ein Hund neben mir liegt, der mich die ganze Zeit anknurrt. Ja, damit wirst du leben müssen. Das ist ja wohl, wenn du die schlägst, hier mit Eier bewirfst. Ah, so. Ein neuer Tag. Hallo, Wauzimann. Ist das mein ja, Hund? Ja, also, ich habe magisches Huhn gefunden, zufällig. Und das in eurem Brunnen geworfen. Sehr schön. Gelockt. Da ist es. Jetzt musst du nur noch den Dreck da rausbuddeln, das wirst du ja wohl hinkriegen. Nur wenn mir das Huhn nicht im Weg ist. Aha. Ja, kann ich euch sonst noch irgendwas helfen hier in Dantoria? Du könntest dir mal dein Haus da einrichten. Wo? Bauen oder einrichten? Du darfst doch gerne eins bauen, was dir lieber ist. Kann ich auch. Dann bau doch mal eins. Ja, dann weist mir mal Bauplatz zu hier. Was soll ich denn? Ich bin abgesoffen. Weil das ist ja eigentlich das, was ich am liebsten mache, so bauen und sowas.
Brauche ich ein bisschen Werkzeug, klar. Aber das hole ich mir einfach aus der Schmiede oder so. Ja. Ich kenne mich ja hier bestens aus. Ich habe schon alle 4 Folgen gesehen. Ich denke 3. Alle 3. Ja, ich wollte aber 4 sagen, damit es jetzt nicht ganz so blöd anhört. Blöde? Ja. So, ah, okay, ja. Hier ist schon mal Eisen. Und. Boah, warte mal. Bleiben mir mal ein paar Eisen von euch, ne? Ja, leih dir mal Eisen. Mensch, du mit deinen ganzen Hunden, Mulen, ja? Was denn? Ich weiß absolut nicht, welcher meiner ist. Das sind alles meine hier im Haus. Ja, draußen sitzt aber ja auch noch die andere. Wo ist mein Hund? Alles Zeron seine Schuld. Jemand meinen Hund gesehen? Die ist bestimmt abgehauen. Ja, wird mich nicht wundern. Alles meine Schuld? So, alles deine Schuld. Die Kiste hier weg. Ja. So. So, das hätten wir jetzt. Muss ich mal gucken. Was mache ich denn hier für ein Dach drauf? Und so. Ich baue mal eben mir ein bisschen Werkzeug. Um das jetzt mal zu kommentieren, was ich hier gerade tue. Bau du dir mal ein bisschen Werkzeug. Ja. Müssen wir aufpassen, der macht sich alles Diamantsachen. Ja. Nö. Ach, ihr hattet doch 18 Stück. So im Auge behalten. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Betonung liegt auf hattet. Hattet. Ja, ich würde, also wo soll ich ihn bauen? Mulenia, wo soll er bauen? Du, das ist mir eigentlich egal, weil das ist ja noch viel Platz. Ja. Okay. Such dir einen schönen also, Platz aus. Also sozusagen dann die Hundsgraber Botschaft, ja? Verdammt. Genau. Ach, verdammt. Ja. Alles klar, geht ein. Verdammte Axt. Mach ich glatt. Ja, richtig, Axt ist richtig. Ja, wusste ich doch. Ich kenne dich doch genau. Du bist ja immer wie die Axt im Walde. Dann brauche ich auf jeden Fall ein wenig Fichtenholz. Habt ihr hier ja en masse, wirklich. Ja. Knüppel ich gleich mal ein paar Bäume weg. Die Hunde machen mich ja wahnsinnig, ne? Ja. Ja. Mulenia, sperr die mal ins Heim. Nein, die kommen nicht ins Heim. Aber ich denke, im Heim ist schön. Ja, ist es ja auch, aber... Naja, es ist da. Die müssen da ja nicht unbedingt hin. Nein, müssen nicht. Nur wenn sie nerven. Aber könnten. Die nerven ja nicht. Zumindest im Moment nicht. Na gut, dann habe ich mich verhört. Das war eine optische Täuschung. Ha, ha. Und, Malkondo, wie sieht's aus an der Schimmelbrunnenfront? Ja, der Brunnen ist doch alles klar da. Ja, weiß ich nicht. Huhn noch am Leben, ja? Noch lebt es. Okay. Aber ich garantiere für nichts. Ja, es ist also, ne, aus einer tiefen Höhle habe ich mich bis auf Ebene 0 runtergekämpft eben und dann habe ich es dann aus dem Fels geschlagen. Aus dem Feld, aus dem ja, Fels ja, hast du es. Versteinerte Hühner. Ja. Ne? Ja, ja. Und wenn man die aber ganz fein aus dem Fels rausstilisiert, dann werden die auch wieder lebendig. Manchmal. Interessant, interessant. Ja, es ist eine hohe Kunst, ne, also... Kann nicht jeder kommen und einfach irgendeinen Huhn nehmen, so. Das habe ich gemerkt. Ja. Gut, ich habe ein Ei reingeworfen, aber. Naja, hätte ja klappen können. Ja, nee. Leider nicht. Ich hoffe, ich mähe jetzt hier nicht schon Wusimos Winterwälder weg. Ich glaube, der hat genug Winterwälder. Ja. Ja. Ist das der Wald, der direkt hier an der Stadt dran ist? Ja. 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 Aber das, wie gesagt, der hat genug Wald. Ja. Das ist ein großer Wald. Ihr seid total konzentriert am Bauen, kann das sein? Ihr seid gerade zu still. Wir sind. Mulenia, was baust du denn gerade schon? Ich baue das Haus um. Welches? Mensch, sprech sie doch nicht einfach an, die ist voller Panik, hast du gehört? Ich baue. Oh, Entschuldigung, wie konnte ich dich nur einfach ansprechen? Ja, kein Problem. Ja. Aber eine Antwort hast du trotzdem nicht gekriegt, ne? Nö. Ich hab doch gesagt, ich baue das Haus um. Ja. Das Haus. Das Haus baue ich um, ja. Also, Mulenia baut das Haus um. Ja, und ich habe eine Schere. Ich hab eine Schere. Ja, ich hab auch eine. Gut. Aber meine ist ganz neu. Eine Schere. Ich brauch ein paar Schafe. Husimu, bist du noch da? Ja. Gut. Oh, Gott sei Dank. Ich hab schon ein bisschen Angst um dich gehabt.
Ich bin zu fest konzentriert. Oh, Entschuldigung, Schaf. Ich habe das Schaf jetzt gehauen, statt geschert. Scharf. Oh Mensch, ich habe Eisen dabei. Wieso haust du, das ist doch hier. Wieso haust du die Schafe einfach? Weiß ich nicht. So. Warum haben wir eigentlich so wenig Viecher hier? Weiß ich nicht. Ich habe da nichts mit zu tun. Naja. Nee. Na. Den Schuh zieh ich mir nicht an, du. Verdammte Axt. Genau. Ich bräuchte mal ein bisschen Fichtenholz. Wir hatten das ganze Fichtenholz geklaut. Mann, wenn ich den erwische. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auch nicht. Geh mal weg da. Ach, verdammt. Habe ich da... Was, wer bist du denn? Wer ist wer? Na du. Ich? Ja. Na, ich bin ich. Okay. Habt ihr mich eben husten hören? Nein. Ja, ich hab's ausgeblendet. nein, hat er gar nicht. Das haben wir hinterher rausgeschnitten. Ach, na gut. Also, ich bin jetzt gerade hierbei, schon mal so den Grundriss zumindest zu machen von der Hunsgraber-Botschaft. Okay. Die Botschaft. Also, ich bin jetzt hier gleich fertig. Ich mach das mal nicht zu groß, ne? Ich bin schon längst fertig. Naja, es muss jetzt kein Palast werden, ne? Ach verdammt, jetzt ist schon größer geworden als eure Burg. Ach, ah, ich reiß das eben schnell wieder ab. Ja, reiß mal eben schnell ab, das ist also okay, fertig. Super. Gut, dass du der Turbobauer schlechthin bist. Ja. Ja, das ist ja Molenia, ne? Da brauchen wir uns gar nicht mehr unterhalten. Da hat sie ja einmal frei den schnellsten Finger beim Bauen. Sagt man das so? Und bei Minecraft bestimmt. Ja. So. Cobblestone, Herr Malkondo. Ja, was ist damit? Könntest du mir mal vorbeibringen, wäre ultra nett. Ja, ich bin ja immer nett zu dir, das weißt du ja. Oder du sagst mir, wo ich welchen finde. Ja, ich bin sowieso gleich um die Ecke. Naja. Da, wo du den finden würdest. Huch, jetzt habe ich hier... Huch, was habe ich jetzt gemacht? Huch. Ich hab das Internet gelöscht. Oh. Nein. Nein, ich habe das Internet gelöscht. Nein. Was willst du haben, Cobblestone? Wie viel hättest du gerne? ungefähr ein Stack. Das dürfte machbar sein in Cobblestone Land, oder? Ja. Ja, gerade. Cobblestonehausen ist auch ein schöner Name. Cobblestonien haben wir eigentlich auch gedacht. Cobblestonien, ja. So. Ja, warte mal. Ich sehe jetzt gerade, dass ich die ganze Zeit den Mod anhab. Welchen Mod? Ah, wie heißt das Ding noch? Too many items. Ja, genau. So, jetzt ist er aus. Wo hast denn du überhaupt dein Haus, deine Botschaft hingepflanzt? Ja, wo? Am Brunnen natürlich direkt. Ah, was denn sonst? Da ist ja noch gar nichts. Nee. Ich hab auch keinen Kobbel. Du bist ja schlimmer als der UFO-Mann. Das der baut ja schneller. So, hier. Ja, danke. Bitte. Danke. Du bist so liebenswürdig. Ja, bin ich. Ja. Das ist doch hier meine Bautechnik. Die geht erst ganz langsam los. Und dann holt sie aber unwahrscheinlich auf. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Auch. Ja. Wie machst du das eigentlich, wenn du so deine Gebäude... Planst du die vorher oder guckst du dir einfach irgendwo was an? Ich überlege. Und dann, wenn ich dann so eine Idee habe, dann stelle ich mir vor, okay, wie könnte das aussehen? Wie zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel jetzt die Therme. Ja. Und dann mache ich das auch ab und zu wirklich tatsächlich mal so, dass ich dann mir Bilder angucke von Thermen. Zum Beispiel. Dann mich da so ein bisschen dran orientiere. Kenne ich noch jemanden? Ja, mache ich auch so. Ja. Natürlich kann man das in Minecraft nicht immer alles so hundertprozentig nachbauen dann, ne? Es ist also... Nee, also ein bisschen Fantasie gehört dann schon noch dazu. Ja, genau. Also Fantasie, Malkondo. Was? Fantasie! Was für Fantasie? Was ist das? Fanta. Ah, ja lecker. Moment, Augenblick, ja, ich trink mal eben was. Fanta kennt er. Ich trink mal eben einen Schluck. Kannst du gleich mal zu dem Haus kommen? Ah, wer jetzt? Na du. Wäre ich? Ja, es wird sowieso dunkel. Da sieht man erstmal, wie lange sowas dauert, auch wenn man da irgendwie sowas baut, ne? Also wir müssen auf jeden Fall das nächste Mal offscreen irgendwie die Kisten sortieren. Ich schmeiße nämlich gerade. Wir hatten hier die Blumen hingestellt.
Wir haben wieder eine... Ach, herrje. Das ist ja ein Blumengeschäft hier. Ja, ich habe ganz viele mitgebracht. Ach, das wird hier so eine Gruppengeschichte, ja? Ja, genau. Das wird so für alle. So eine Gruppengeschichte. Genau, hier darf jeder mal. Hier darf jeder mal ran, ja, ist klar. Warte, ich komme. Sind das hat zu das viele Blumen? Hat das einen Grund? Hat das einen Grund, dass hier nur männliche und nur eine weibliche steht, wenn du sagst, hier darf jeder mal irgendwie? Nein, lassen wir das Thema. Nein. Kommt mal nach Hause. Sind das zu viele Blumen? Wo geht's denn hier rein? Müssen da wieder Tür. Blumen weg? Du, ich sehe gar keine Blumen. Also die sind so wenig. Das ist eine leichte Nuance hier. Oh, schön. Du bist im falschen Bett. Du bist im falschen Bett. Da darfst du nicht schlafen. Ach so, wo darf ich denn? Na, da, wo dein Name dran steht. Ah, da, Opa-Zero. Ja, das bin ich. Oh, schön. Ach ja, so, ist das schön. Gute Nacht. Der Part ist auch wieder vorbei. Ja, das stimmt. Da hast du ganz recht. Echt? Ja, aber erst in 3 Minuten. Oh. Ah, gut. Drei Minuten. 3 Minuten. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast mehr viel Zeit. Ja. Das will ich dir mal gesagt haben. Birken. Wo stehen hier Birken? Da hinten. Hinten, ja. Ja, okay. Kommst du hier zum Dings, zum Hühnerhaus? Kommst du zum Hühnerhaus? Kommst du Hühnerhaus? Ja, komme. Kommst du Haus für Hühner, weißt du? Läufst du geradeaus weiter? Nein, falsche Richtung. Hier, umdrehen. Hallo, hallo. Und dann läufst du einfach geradeaus, da siehst du ganz viele Birken. Also, so muss mir das aber schon selbst fällen, ne? Hab ich schon richtig verstanden, ja. Ja, du musst, das nützt alles nichts. Ja. Weißt du, das ist manchmal so. Das ist, du solltest es einfach mal selbst spüren, wie das so ist, ne? Du hast immer deine Tagelöhner und so. Da hast du letztens irgendwie der arme, wie hieß er nochmal ganz gleich? Güvaleri. Genau, der mit dem ganzen Baum da, ne, das sind so cool, Dinge. Ne? Ja. Elf dazu gebracht, einen Baum zu fällen, das ist gar nicht so leicht. Das ist schon ganz schön, ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Da bin ich auch immer wieder beeindruckt, was du so für Leute an der Hand hast und überreden kannst. Elfen, ne? Ja. Schild, wir suchen Schild. Elfen. Elfen, Hobbits, ne, du warst auch schon da. Ja, ich war auch schon da, ganz genau. Ja. Was nämlich die wissen, dass Malkon eigentlich ein Hobbit ist. Eigentlich bin ich da mehr so wie ein Oger. Ja, du weißt aber schon, dass Oger ziemlich dämlich sind, ne? Also nicht hier der Grüne aus dem Fernsehen, die richtigen. Aus dem richtigen Leben. Der Grüne aus dem Fernsehen? Ja. Schreck oder wie er heißt da? Ach, Schreck. Ja, da wäre ich ja eher wie Esel. Und Wusimu, bei dir alles in Ordnung? Ach, ja. Wusimu, genau, der ist ja auch noch da. Wusimu, lebst du noch? Ja. Wirst du von den beiden auch immer so ausgenutzt? Nein. Okay. Dann ist das nur bei mir so. Okay, das dürfte reichen. Ich denke, du hast schon alle 4 Folgen gesehen. Ja. Da musst du doch wissen, ob wir ausnutzen. Ja, ich habe jetzt 6, ne, sogar schon. Ja, oder 5. 5 hast bei, du schon. Bei 2 war ich jetzt ja sogar schon dabei. Ne, die hast du aber ja noch nicht gesehen. Die hast da warst du ja nur dabei. Zähle ich aber schon mal als gesehen. Lalala. Hallo, eure Bürger hier, die gucken sich die Häuser an. Ich glaube, die werden immer begeisterter. Da wird bestimmt bald Nachwuchs ins Haus stehen. Da gehe ich ganz stark von aus. Das ist auch genau das, was ich erreichen möchte. Ja. Notfalls schicke ich die in die rote Lola. Das ist alles gar kein Thema. Ja, so. Da werden sie dann animiert. Da sehen sie mal, wie das Ganze funktioniert vor allen Dingen. Ja. Genau. Ich glaub, okay, jetzt bin ich ein bisschen überlegen hier, wie ich das genau mache. Hä? Ach du, ich dachte, hat er denn hier das Holz jetzt ganz vergessen. Ist alles gut. Hast gedacht, du hast doch keine Bäume gefällt. Ja. Ich will natürlich hier so ein bisschen so einen Querschnitt machen, was so Hundsgrab betrifft, also ähnlich, ne? Von der Bauart. Ja. Also, ja, gut. Also alle Baustile, die ich da habe, baue ich jetzt hier in ein Haus. Das finde ich super. Ja, finde ich super. Da muss ich dir noch ein bisschen was an Sachen machen. Ne? Da brauchst du ja noch rote Wolle und so. Ja. Ja. Moment mal. Der Part ist zu Ende. So. Bleib doch mal ganz ruhig. Ja. Du sagst das immer. Ich würde jetzt mal für Straßenbeleuchtung sorgen, ne? Straßenbeleuchtung. Straßenbeleuchtung ist eine coole Idee. Schwupp.
So. Ohohoho. Zack. Zack. Könnte eng werden hier. Zack. Was machst du da für Mist? Ich? Ja. Das soll mir... Ah, einer fehlt. Ich dreh durch. Was fehlt einer? Ja, mir fehlt ein Stamm. Da habe ich zu wenig auf der ganzen Fläche. Ja. Das ist echt... Also du kannst einen schon manchmal wahnsinnig machen. Ja. Aber naja, wir haben ja noch 20 Folgen, die wir noch zusammen aufnehmen wollen. Fand ich ja nett. Wer es übrigens nicht weiß, dass das hier der große Minecraft 24-Stunden-Marathon. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen hier mal 24 Stunden Minecraft in 1 aufnehmen. Ja. Auf dass die Festplatten bersten. Genau, auf dass die Festplatten bersten. So. Tür zu. Ja. Ja, genau. Ja, ich merke, ihr seid da auch echt begeistert von. Ja, auf jeden Fall. Absolut, ja. Absolut. Also wir sind da voll auf deiner Seite. Ja, ich habe so viel Zeit habe ich ja auch gar nicht. Ich muss ja bald wieder zurück. Du hast keine Zeit, dass wir auf deiner Seite sind? Nee. Mann. Ihr seid auf meiner Seite, aber ich habe da eigentlich keine Zeit zu. Ja, okay. So. Wir haben Straßenbeleuchtung. Das ist ja allerliebst. Ja. Warte, ich komme gleich mal gucken, das will ich mir ansehen. Ansehen? Also halt nur so ganz simple, ne? Aber zumindest erstmal etwas. Okay. Simple Straßenbeleuchtung. Ja. Also ist da nichts Besonderes. Und zack. Aber jo. Das Haus ist fertig. Das Haus ist auch fertig. Das ist fertig, ja. Das ist ja, und so. Ich guck mir das gleich mal an. Gut. Gerade ein bisschen überlegen, wie ich das hier mache. Ich habe schon wieder zu wenig Holz, also Fichtenholz. Busimo, hast du für dich gerade Fichtenholz im Angebot? Ja, den ganzen Wald. Ja. Okay, hol ich mir gleich mal ab. Hol dir den Wald mal raus da. Förster, Zeron. Oberförster, bitte. Oberförster. Ja, Mensch, ich habe gesehen, du hast vor kurzem einen Angel-Special bei dir gehabt. Nee. Nein, doch nicht? Nee. Achso, habe ich mich getäuscht. Ja. Hatte ich gedacht. War anders, glaube ich. Ich hatte gedacht, du wärst das gewesen, weil da war so ein ganz komischer Typ dabei irgendwie. Ja, nee. Nee? Ja. Nee. Gut. Alles klar. Ich hab mir da schon ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Wieso? Ja, dass du hier so Dinge machst irgendwie wie Specials. Ach so, nee, sowas fange ich gar nicht erst an, weil das ist auch viel zu viel Aufwand. Ja. Ja. Eben. Genau. So, ich gehe jetzt mal unsere Viecher füttern. Oh, ich krieg was zu essen. Schon wieder. Plopp. Das ist ja unsymmetrisch hier. Oh oh. Das geht so nicht, das muss ich hier weg. Unsymmetrisch geht gar nicht. So, dann muss ich das da wegkloppen. Die ganzen Kühe. Wir haben keine Kühe. Ach Leute, übrigens ist der Part zu Ende, ne? Oh, nee. Ich wollte nichts mehr sagen. Oh, ja, schade. So ein Ärger. Hätte mich auch ruhig mal jemand dran erinnern können zwischendurch, ne? Ja, klar. Also, Part zu Ende jetzt hier. Schluss. Stopp. Okay. Aufhören mit Bauen. Stopp. Ja. Aufhören mit Füttern, aufhören mit Bauen. Schluss jetzt. Bis zum nächsten Part. Genau, bis dann. Ciao, tschüss.